Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Black Rock Mountain. Ja, eine Woche ist wieder vergangen. Ich hatte inzwischen noch keinen Bock auf die Heroic Bosses, das mache ich noch später, wahrscheinlich nach dem ganzen normalen Viertel. Genau wie beim letzten Mal. Und wir gehen nun in das nächste Viertel. Und mit uns ist, nein, nicht die Skype-Nachricht, sondern wieder der Bernie, aber als blinder Kommentator quasi. Als blinder Passagier in sein Auto. Ja. Also ich bin nicht blind im Auto, keine Sorge, aber ich sehe halt nicht zum Spiel. Ja, aber als blinder Zuschauer quasi, du kannst nicht sehen, was in Hearthstone passiert, das meine ich. Ja, und keine Sorge an alle Zuschauer, ich habe eine Freisprechanlage. Also. Ja, erzähl. Beginn. Okay. Ja, was ich schon sehe, Dragon Consort ist schon so eine spezielle Karte, die ziemlich OP ist. 5-5-5 und der nächste Drache kostet 2 weniger, ist schon ziemlich kranke Scheiße. So, den kann man bis zum siebten Zug dann schon Ysera oder Alexstrasza direkt spielen. Da werden viele Parler-Drachendecks schon mal entstehen. Und Rend Blackhand, if you're holding a dragon, destroy a legendary minion, ist auch schon eine ziemlich starke Karte, muss man schon sagen. Und wir starten mal jetzt mit dem Black Rock Spire. Ja. Ich glaube, ich kenne die Heldenfähigkeit des ersten Dieners. Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich gegen vorgegangen bin. So, der erste Boss ist. Greetings, Slayer of Ragnaros. What are you doing in Blackrock Spire? Was machen wir im Blackrock Spire? Wir schlachten uns weiter durch. Ragnaros ist zwar down, aber wir sind noch lange nicht zufrieden. Wir wollen auch dich haben, Nefarian. Also, High Lord Amok. Much evil remains in the top half of Blackrock Mountain. Time to climb up. Seine Heldenfähigkeit ist Meat Smash! Destroy a random damaged enemy minion. Also kein Krieger spielen. Ja, also also sobald du ein Damage Minion hast, wird er angegriffen von seiner Heldenfähigkeit und zerstört. Also, woher nicht dann denke, um ihn zu vernichten, ist so, weil ich so viele kleine Diener spiele, die eh, wenn sie verletzt werden, direkt sterben. Oder den Priest zu spielen, wo ich mich auch hochheile. Da ich es schnell machen will, gehe ich es mal mit meinem Zoo-Deck an. Ich hab's mit dem Zoo-Deck gespielt. Mit was? Ich hab's mit dem Zoo-Deck gespielt. Zoo? Ja, hast du auch Zoo genutzt? Ja, ging easy. Ja, Zoo habe ich jetzt gerade ausgewählt, weil ich mir dachte, viele kleine Diener und. Wenn sie verletzt sind, sterben die meisten kleinen Diener eh direkt. Also annulliert das quasi schon fast seine Heldenfähigkeit, weil die meisten meiner Diener sind nicht so affin zu Verletzungen. Die sterben dann direkt weg. Sagen wir so, ich habe erst einmal mit Breeze probiert hochheilen. Das hat, wer schlägt, das recht funktioniert. Okay. Und dann bin ich auf einen schnellen, aggressives Zootech gegangen. Was ist mit dir zurück? Jäger, oder? Hä? Ich hab Zoo, Warlock. Warlock ist Zoo. Hunter, Warlock. nennt man es dann Cancer Hunter. Also ich hab ein Hunter-Deck, was eigentlich so ab Zoo-mäßig also viel geile Minions ausgespielt habe. Also Cancer Hunter. Ah, sehr interessant. Crush or Smash, ne? Das Witzige ist, meine Starthand war komplett Gold. Da finde ich mich auch immer wieder geil. Ragnaros is dead. Ja. You should be celebrating. Ich habe ja auch schon langsam goldene Karten. Interessant. Sogar schon eine goldene Legi. Oh. Oh ja, geil. Ja, GG. der Bernie hat eine goldene Legi gezogen. Und zwar den Szenarios. Muss ich nur eine Deck einbauen, in den ich es fassen würde. Oh, das Witzige ist, Nefarian ist so knuffig. Er denkt, nachdem wir den Ragnaros getötet haben, hören wir auf einmal auf und freuen uns mit unseren Freunden. Nee, wir werden ja dich auch noch down kriegen, du Lappen, ey. Gleich vorbei. Ja, Insta vorbei. Ragnaros besiegt, ja, oh, drei. Wir haben nur zwei Viertel, Jungs. Solo-Abenteuer vorbei. Ja. Nein, nein, es geht noch weiter in Blackrock Mountain. Oh yeah. Und wie schaut's aus? Och gut,
4 Züge, er hat nur noch 9 Leben. GG, das war's, Mann. Der Typ hat nur 4 Mann. Okay, du fährst da gerade über den drüber. Schau mal, das geht schneller. Ich bin nämlich gleich kurz weg, ich gehe zu McDonalds. Bin ich schneller bei McDonalds oder du? Ja, GG. Fünfte Runde, 5 Mana, ist es schon direkt vorbei. Well played. Und ich bin bei McDonalds. Geh mal schnell. Ja, Nefarian, hier sind keine weiteren Ragnaros so oben, aber der Berg ist trotzdem noch voller Böse. Just saying. Ja, Zoo zerstört ihn so easy. Ich habe jetzt wieder Zoo-Deck gesagt, wie gesagt. Mit deinem Cancer Hunter, das ist kein Zoo. Jäger ist kein Zoo-Deck. Ja, mit meinem Cancer Hunter. Schöner gut. Cancer Hunter habe ich halt den ziemlich schnell down gehabt, ohne Probleme. Ich habe ihn als Deckrunterwicken gehabt. Hm. Also auch nicht viel schlechter. Doch, Nefarian, das macht Sinn. Wir befreien den gesamten Berg von Bösen und nicht nur einen Teil des Berges. Meine Güte, der scheint es auch noch nicht zu kapieren. Naja, gucken wir uns die Karten an und dann war es direkt, weißt du, so easy, so quasi 2-Minuten-Part gefühlt. Okay, wie viele Minuten bis jetzt? Okay, nur 6 Minuten. Ich übertreibe ein bisschen, aber das Duell war gefühlt 2 Minuten. Ja, das Duell war, glaube ich, nur 2 Minuten. Alter. Das war nicht. Ja, das ging easy. Core Rager. Also ich mache mir kurz was zu essen und nach dem Essen. Im nächsten Part bin ich wieder da, das werden wir nach der Essenspause aufnehmen, oder? Ja, ich warte auf dich. Ganz nett. Das ist 10 Minuten. In 10 Minuten bin ich da. Okay, gut. 4 Mana, 4-4, Core Rager, Battlecry. If your hand is empty, gain +3/+3. Ist schon stark, aber dafür muss man die Hand erstmal leer kriegen. Und 4-4-4 ist schon ganz nett. It takes a special kind of hunter to venture deep into a fiery lava pit and convince a monster who lives there to come home and be cuddly house pet. Ja. Das muss schon viel Überredungskunst haben, ein Monster dazu zu überreden, zu einem kuscheligen Haustier zu werden. Naja. Aber Rexa ist schon ein talentierter Hunter, der schafft das. So, und damit, Dankeschön fürs Zuschauen. Das war's wieder für den Blackrock Mountain. Bis dann und ciao. Sag tschüss, Benny. Oder ist er schon raus? Ah, Benny ist schon raus. Ah, Benny ist schon längst raus. Habe ich nicht mal gemerkt. Naja, ich glaube, ich hoffe mal, er hat sich schon verabschiedet, ne? Also, tschüssi.